Ich bin der Clemens und ich habe die Idee zu Nerf gehabt. Nerf ist ein System bzw. ein Gerät, was Schülern, die krank sind, ermöglicht, den Unterricht live bzw. on demand, sprich im Nachhinein, anzusehen. Allerdings ist es nicht nur für kranke Schüler gedacht, sondern auch für Schüler, die eben zum Beispiel in der besagten Unterrichtsstunde nicht mitgekommen sind. Und die können sich das eben dann wieder und wieder anschauen und beispielsweise auch mit ihren Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen oder mit ihren Eltern besprechen. Jetzt zeigt euch der Tobias kurz, wie das ausschaut und erklärt euch kurz, wie das funktioniert. Ja, wir haben das Ganze so umgesetzt. Das ist, da drinnen ist ein Raspberry Pi, das ist ein so großer, voll funktionsfähiger Computer. Wir haben an den Raspberry Pi eine Kamera angeschlossen und lassen diesen Raspberry Pi das Live-Bild auf eine Website übertragen. Und diese Website können wir dann von überall aufrufen. Und jetzt wird euch Elisabeth etwas über das Gehäuse des Raspberry Pis erzählen. Also ich habe das Gehäuse mit dem Programm SketchUp gezeichnet und zusätzlich, also nur zum Grundgerüst vom Gehäuse mit Anschlussfunktionen und Luftschlitz, ist auf der Innenseite vom Deckel eine Halterung für den Lüfter, dass er halt nicht überhitzt, und das oben ist die Halterung für die Kamera. Und dadurch, dass wir so tolle Ausstattung gehabt haben, haben wir im FabLab das direkt da drucken können mit einem 3D-Drucker und nach mehreren Ausbesserungen hat das dann genau passt. Und Stefan wird euch jetzt was über die Benutzeroberfläche erzählen. Ja. Also meine Aufgabe war es, eine interaktive Benutzeroberfläche zu erstellen, die es dem Administrator oder der Administratorin ermöglicht, die Seite zu konfigurieren. Als Skriptsprachen habe ich HTML, CSS und JavaScript verwendet und habe dadurch ein paar Features einbauen können, wie zum Beispiel, welche Unterrichtsstunden aufgezeichnet werden wollen, weil vielleicht nicht alle Lehrer gefilmt werden wollen, und wie lange die dann im Nachhinein dann online zur Verfügung stehen und halt noch viel mehr. Selbstverständlich habe ich mein Team auch tatkräftig unterstützt, hoffentlich. Und das habe ich dann, indem ich die Website geschrieben habe, mit PHP hauptsächlich, und das Skript zur Live-Verarbeitung des Videos. Jetzt werden wir kurz eine Demonstration vom Tobias sehen, wie das Ganze funktioniert. Also das war... So, also jetzt seht ihr euch einmal live. Hallo? die Idee war eben, ja, also normalerweise zeigt die Kamera eben in die andere Richtung und wird am Beamer befestigt. Ja, das ist halt eben das Konzept, dass der Videostream dann im Browser angezeigt wird. Und das ist allerdings nicht das finale Design, weil Design ist dann noch nicht viel. das wird also... Da liegt jetzt eben im Hintergrund ein Testvideo und ja, so wird es dann eben ausschauen. Mit einem Menü auf der Seite, bei dem man später auch auswählen kann, welche Unterrichtsstunde man sich genau anschauen will, falls man das eben nicht live schaut, sondern im Nachhinein. Ja, und wir möchten uns noch ganz herzlich bei drei Mentoren besonders bedanken, die uns tatkräftig unterstützt haben. Das ist Benny, Tobias und Stefan.